Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Mount & Blade 2 Bannerlord. Ja, wir sind hier unten soweit fertig, haben Batania zurückgeschlagen. Die Aserei, die haben noch gut an Land. Die sind sogar recht groß. Schaut mal. Das ist unser größter Kontrahent. Es wäre eigentlich cool, wenn wir mit denen nochmal Frieden schließen könnten. Dann können wir uns nämlich auf die anderen konzentrieren. Da haben wir nur 1% Unterstützung. Mit Batania haben wir 75% Unterstützung. Na, die können wir eigentlich erstmal so lassen. Ja, verdammt, haben wir nicht. Haben nicht genügend Einfluss. Dann brauchen wir noch ein paar Schlachten gerade. Okay. Was soll's. So, vielleicht können wir den hier noch kriegen. Nee, der wird in die Burg gehen. Dann verfolgen wir ihn jetzt durch die Wälder. Ich weiß nicht, wie wir mit dem südlichen Imperium fertig werden sollen. Dass wir die Quest endlich mal abschließen können. Ich würde sagen, wir greifen die Burg mal an. Das sind ja nur Milizen. Das sollten wir eigentlich schaffen. Burg Barihal da unten wird schon wieder angegriffen. Okay. Ja, während der Belagerung können wir da nichts machen. Ich glaube, das ist Batania. Vielleicht müssen wir dann doch mit denen mal kurz Frieden schließen, damit die Burg in Ruhe lassen. Oh, 19 Tote. So, Verlies, Gefangene, da ist keiner drin, okay. So, wir gucken mal schnell, Batania. Okay, das war dann doch wohl die Aserei. Da haben wir leider gerade nicht genügend Einfluss für. Den verfolgen wir mal. Burg Onika, ja, das ist total egal, wer das kriegt. Die wandert immer hin und her. Sind sehr viel langsamer leider. Aber in den Wäldern, da haben wir vielleicht eine Chance. Ja. Na klar, ist sie gefallen. An die Aserei. So, wenn wir den noch angreifen lassen, zur Burg.
Okay, der dreht wieder ab. You are right. Ja, wir lassen den mal vorbei und verfolgen ihn mal. Der will bestimmt auch wieder zur Burg. Ah, guck mal, der greift unseren Kollegen hier an. Da mischen wir uns aber ein. You are right. Können wir denn hier loswerden? Den können wir schon mal anheuern, hier den ein. Ja, wir lassen das erstmal so. Und den richten wir hin. Also so viele Leute, wie wir schon hingerichtet haben. Keine Ahnung, wo die alle herkommen, die neuen. War schick. Wer greift uns denn in Warschek an? Na, jetzt müssen wir eigentlich hier unten bleiben. Oh Gott. Wie konnten die da wieder so eine große Armee hier kreieren? Wir werden natürlich die Burg wieder zurückerobern. So, wo sind unsere Armeen unterwegs? Da haben wir eine. Da oben sind zwei. Ja, die Burg wird auch schon wieder zurückerobert. Ach Leute, das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß mehr. Die Quest können wir auch nicht abschließen hier. Ich weiß nicht, was wir da noch machen sollen. Wir haben so viele Leute schon hingerichtet vom südlichen Imperium. Wir können auch mal mit den Azarai versuchen, Frieden zu schließen. Ja, meinetwegen. Jetzt brauchen wir schon 1500. Okay. Machen wir mit denen erstmal Frieden. Da brauchen wir auch 1500. So kann man natürlich seinen Einfluss auch ausgeben. Weil der Rat nicht dafür stimmt. Selbst wenn wir nur aus Pferden bestehen, schaffen wir es nicht, hier Truppen einzuholen. Gefangene, Wald, Kultur, Spurenleser. Okay, die Gefangenen bremsen uns aus. Aber aus denen rekrutieren wir unsere Truppen wiederum, weil wir immer ziemlich hohe Verluste haben. Enough. Ja, Warschek wird fallen. Eine alte stugianische Stadt. Also, dass sie da mal Fuß fassen können,
wahrscheinlich aus Epikrotea kommen sie. Ja, wir versuchen da nochmal mit der Armee vielleicht irgendwas auszurichten. Ne, sie haben die Stadt schon eingenommen. Okay, alles klar. Dass die Kuhzeit hier nochmal so Fuß gefasst haben, die hatten wir auch komplett vernichtet. Keine Stadt, keine Burg hatten sie. Genau wie alle anderen auch. Dass es dann aber immer wieder so dazu kommt, hier, okay, so eine große Armee, da können wir auch nichts machen. Wie groß seid ihr? Ja. Warum laufen wir bei uns so kleine Armeen rum, obwohl wir so groß sind? Das verstehe ich nicht. Schaut euch das mal an hier. 25.000 Mann Gesamtstärke. Und die sind 6.400 Leute. Wir kriegen es nicht hin, eine große Armee zu bilden. So, wenn ich jetzt hier wieder was bilde, ja, dann kann man eine Stadt einnehmen und muss sie dann verteidigen. Das bringt halt auch nichts. Ja, das südliche Imperium können wir nicht vernichten. Da passiert einfach nichts. Burg Ataconia wird angegriffen. Vielleicht können wir da ja noch was machen. Guck mal, was für eine große Armee da ist. Ja, die greifen wir jetzt an. I give up. Enough. Vier Gefangene. Die wir hinrichten, das bringt aber irgendwie auch nichts. Kommen immer wieder neue Leute nach. Ja, auch die ganzen Clans. Von denen haben wir auch schon so viele hingerichtet, dass sie überhaupt noch existieren, wundert mich. So, das interessiert mich jetzt mal. Wir gucken mal im südlichen Imperium jetzt nach. So, er hier, Losis, ist der Herrscher. Der hat sonst niemanden. So, der hat auch niemanden mehr im Clan. Das hier sind wahrscheinlich, keine Ahnung, wird wahrscheinlich Kinder sein oder so. Guck mal, die haben wir schon alle ausgeschaltet. Ich weiß nicht, was man dann noch machen soll. Gerta. Die sind doch alle schon ausgeschaltet. Hier, da sind noch ein paar. Aber hier die ganzen Clans, die zum südlichen Imperium gehören. Guck mal, Gilman, wie viele von wir von denen schon ausgeschaltet haben. Jawohl, der Clan. Der Clan, der ist fast zerstört. Also, ja, das südliche Imperium hat eigentlich nicht mehr viel. Machen wir noch mal ein bisschen Jagd auf die. Ich würde den gerne hinrichten. Schade. Darf ich nicht. Ist nicht mein Gefangener. Guck mal, 101 Verteidiger. Da oben ist nochmal eine Armee. Können wir mal versuchen, dass wir uns die vielleicht holen können. Angst, dass wir das nicht packen könnten, weil wir in der Unterzahl sind, aber die laufen weg vor uns. Das ist immer ein gutes Zeichen eigentlich. Ich greife den jetzt an. Forgive me for what? Okay, wir haben gewonnen. Enough. I give up. Die Gefangenen interessieren uns alle nicht.
mal welche rekrutieren. Und das nehmen wir alles mit. Wir konzentrieren uns komplett auf das südliche Imperium. Und jetzt haben wir Einfluss zusammen, dass wir mit den Aserei mal kurz Frieden schließen können. Zumindest für ein paar Runden. Und ich hoffe, dass die uns dann erstmal in Ruhe lassen. Die sind schon wieder auf 10.000 angewachsen. Keine Ahnung. So Leute, macht was. Die verstreuen sich wieder in alle Himmelsrichtungen. Schon hingerichtet, ja. Das gibt's doch nicht. Dass wir den nicht mal einholen. Selbst zu Pferde nicht. Na. Endlich. So, wir holen uns die Burg nochmal. Oder wir verfolgen die Archena mal. Verzieht sich in die Burg. Nicht ganz. 136 Verteidiger. Egal, wir versuchen es. Vielleicht war das Problem auch einfach, dass wir mit zu vielen Ländern Krieg geführt haben. Aber wir haben halt nicht unendlich viel Einfluss, dass wir jedes Mal wieder Frieden schließen können. Das ist halt auch so ein Problem. Naja, zumindest ist Waschek wieder eingenommen. Hier kann Laschenek bekommen, meinetwegen. Ja, ist egal, die mögen uns beide nicht. Kommen wir auch noch dazu. Dass uns die ganzen Clans nicht mögen. Ach komm. Ja, bei den Reitern ist es auch so, dass wir extrem viele Truppen einfach immer verlieren. Bei Belagerungen. Keiner drin. Dann warten wir doch mal, ob da einer gleich kommt und versucht, die zurückzuerobern. Ja, da kommt schon einer. Das verfolgt aber eher die Karawane, glaube ich. Waschek's Rebellen. Das ist doch nicht Stopp, wahr. Jetzt haben wir die Stadt gerade wieder eingenommen und schon sind da Rebellen wieder am Werk. Good to see you. Tja, Rest lassen wir da. Damit wir nicht noch wieder an Geschwindigkeit einbüßen müssen. Vielleicht hast du ja auch Lust anzugreifen. Ja, sieht ganz so aus.
That's close enough. Okay, den richten wir auch hin. Wisst ihr was? Wir spielen jetzt auch mal mit unfairen Mitteln. Wir plündern einfach hier die Städte. So, Dorf überfallen. Aber das ist genauso wie die immer. Selber schuld. Ach, jetzt will die uns hier ins Gewissen reden. So, ich habe das Kommando. Also, gib Ruhe. If you please. So, direkt hinrichten. Was anderes können wir nicht machen. Außer dafür Sorge zu tragen, dass immer mehr immer weniger Helden einfach da sind. Burg Unica wird belagert. So, hoffentlich kommen wir da jetzt auch rechtzeitig. Es war ja eine verlustreiche Eroberung. 136 Mann stark. Ah, das schaffen wir noch. What do you want? Ja, das war sogar der Imperator hier gerade. So, wenn wir mit dem jetzt sprechen. Losis ist das, ja? Wir gucken nochmal. Losis. Kann man mit dem nicht irgendwie Frieden schließen jetzt oder verhandeln? Müssen wir den hinrichten? Können wir mit dem sprechen? Eva, ja moin, Losis. Unsere Reiche sollten Frieden schließen. Ich habe keine Befugnis im Namen des südlichen Imperiums Frieden zu schließen. Okay, richten wir ihn hin. Also wir haben auch keine Möglichkeit, da irgendwas zu steuern. Dann wird er halt hingerichtet. So, wer ist jetzt Herrscher? Pira. Okay. Batania erklärt uns den Krieg. Na, wenn die uns jetzt auch noch wieder irgendwelche kleinen Städte abluchsen. Burg Chanopsis. Mal wieder. Es dreht sich hier leider alles ziemlich im Kreis, Leute.
Also selbst Batania hat ja eigentlich nichts mehr. Und die erklären uns jetzt wieder den Krieg. Die haben bestimmt irgendwo eine Burg im Auge. Ich habe das Kommando, ich sage, wo es lang geht. So, Vashek ist auch wieder eingenommen. Von den Rebellen befreit, das kommt auch noch dazu, dass wir uns immer wieder mit Rebellen rumschlagen müssen. Right. Ja, und wir müssen jetzt eigentlich unsere Truppen langsam auch wieder auffüllen. Können wir aber nicht machen, weil sonst hier wieder die Burgen fallen und weiß ich nicht was. Garvin, bei dem können wir vielleicht noch was retten. So, und weg mit dir. Plündern wir das Dorf auch noch. Dann wollen wir mal gucken, wie es der Stadt hier gleich geht. Mal hier unten alleine. Drei Belagerungen. Und ich weiß nicht, was mit unseren Leuten los ist. Ob die überhaupt was machen. Keine Ahnung. Das ist eine kleine Armee. Bist du eine Karawane? Ja, geh da ruhig mal rein in die Armee. Dann haben wir gleich zwei. Selbst eine Armee flüchtet vor uns. Wir holen sie nicht ein. Jetzt. Now then. Im letzten Moment. Stop. Enough. Tak vom Clan Jawal und Achina. Guck mal hier, Batania ist wieder unterwegs. Die beiden holen wir uns. Stop this! Stop! Enough! Beide aus dem Clan. Ich habe das Gefühl, als wenn die Königreiche nur noch mit Clans kämpfen. Also, dass sie irgendwelche anheuern und mehr kommt dabei nicht rum. So, wer erklärt uns jetzt den Krieg? Epikroteas Rebellen. Okay.
Wäre ja auch zu einfach gewesen. Gut, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.